Willkommen in der Dr. Oetker Versuchsküche. Heute gibt's Pflückschnecken. Ein herzhaftes Hefegebäck für Partys, Picknick oder Grillabende. Ihre Einkaufsliste für das Rezept finden Sie direkt neben diesem Video oder auf oetker.de. Mischen Sie Hefeteiggarant einfach mit Mehl, fügen Sie die übrigen Zutaten hinzu und verkneten Sie alles 2 Minuten lang zu einem glatten Teig. Schon können Sie ohne weitere Gehzeiten im Rezept weiterarbeiten. Weil wir 2 Geschmacksrichtungen backen, halbieren Sie den Teig bitte. Eine Hälfte auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einem schmalen Rechteck ausrollen. Einen halben Becher Creme Légère mit Kräutern verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Creme gleichmäßig auf dem Teigrechteck verstreichen. Platte von der langen Seite her eng aufrollen. Für die zweite Variante verkneten Sie die andere Teighälfte mit rotem Pesto und etwas Mehl. Ebenfalls ausrollen, mit der restlichen Creme Légère bestreichen, Käse drüber streuen und Platte eng aufrollen. Beide Rollen in je 16 gleich große Stücke schneiden, am besten mit einem Sägemesser. Nun legen Sie beide Sorten abwechselnd mit wenig Abstand in eine gefettete Springform. Ab damit in den Ofen. Nach dem Backen Springformrand lösen, entfernen und das Partygebäck lauwarm oder kalt genießen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.